Es ist so irre, die Walgreens-Aktie, die ist so verprügelt worden. Mittlerweile steht man fast 90%, 90% von ihrem All-Time-High entfernt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe selbst die Aktie eine kurze Zeit im Depot drinnen gehabt. Das schauen wir uns jetzt gleich direkt mal an. Und was so mein persönliches Learning aus dieser Situation ist, weil es hätte ja natürlich auch am Ende des Tages anders laufen können. Aber das ist einfach ein absolut perfekter Abwärtstrend. Wir schauen uns auch gleich hier direkt mal meine Positionen an, die ich mir ins Depot gekauft habe. Wir haben hier den 3-Jahres-Chart auf und ich habe hier insgesamt 1200 Euro verbrannt. Ich habe hier nämlich auf einen Turnaround spekuliert, ganz wichtig, spekuliert. Und dieser Turnaround ist nicht eingetroffen. Und das Segment ist immer negativer zur Walgreens-Aktie und zu dem Unternehmen geworden, dass ich dann einfach für mich entschieden habe, ich muss die Aktie einfach hier abstoßen, weil meine Spekulation nicht aufgegangen ist. Ich habe dem Ganzen hier, ihr seht es, einen Zeitrahmen von, ja, nicht ganz einem halben Jahr eingeräumt. Das Segment ist aber in diesem halben Jahr immer schlechter geworden. Ich war aber natürlich auch kurze Zeit mal im Plus drin, habe Nachkäufe getätigt. Das Ganze ist aber dann echt nach hinten losgegangen. Und ich habe dann gesagt gehabt, so, jo, ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen und habe die Aktie verkauft. Dann war es ja so, ich habe die Aktie verkauft, habe hier natürlich ein Video gemacht gehabt, so einfach meine Gedanken kundgetan, dass das Segment immer schlechter wird zur Walgreens-Aktie und dass man da einfach vielleicht etwas Vorsicht walten lassen sollte. Dann war es jetzt gestern so, das Unternehmen hat frische Quartalszahlen geliefert. Diese Quartalszahlen waren absolut unterirdisch, sodass natürlich auch die Mitbewerber, wie zum Beispiel CVS Healthcare, unter die Räder gekommen sind. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, CVS habe ich auch im Depot drinnen. Da war ja auch keinem etwas vor. Und daher ist mir ja auch der Verkauf von der Walgreens-Aktie so leicht gefallen. Einerseits ist das Ganze nicht so eingetreten, wie ich das gerne haben wollte. Das Segment ist in diesem Zeitraum, wo ich investiert war, immer schlechter geworden. Und ich habe ja noch die Mitbewerber auch im Depot drinnen, sodass ich einfach gesagt habe, so, jo, ist mir jetzt auch egal. Hier geht es um Geld, gefühlskalt, das, was ich immer sage, so emotionskalt wie möglich rangehen und dann auch einfach stumpf verkaufen. Also habe jetzt auch gerade gesehen, ich habe hier noch Dividende und alles bekommen gehabt. Also unterm Strich 1100 Euro Verlust mit dieser Position eingefahren. Ist es schlimm? Nein, weil es für mich wieder ein wichtiges Learning war. Learning einfach auf mich zu hören, zu sagen, so, jo, wenn es in diesem Zeitrahmen auch die Nachrichten immer negativer werden, musst du handeln. Nicht einfach auf schlechte Positionen dann sitzen bleiben, sondern einfach auch dann die Reißleine treffen. Nicht die Champions aus dem Depot rauskaufen, sondern die Unternehmen, die dann einfach nicht das liefern, was ich gerne hätte. Bei Walgreens ist ja jetzt auch so, ich habe das nur so beiläufig alles mitbekommen. Die möchten ja jetzt auch insgesamt kontrollieren, die ein Fünftel oder ein Viertel von ihren Geschäften, ob sie nicht diese Geschäfte schließen, weil die nicht so profitabel sind. Also Walgreens macht Unmengen an Umsatz. Ist halt der Vorteil, wenn man im Einzelhandel drinnen ist, dass man unglaublich viel Umsatz macht. Aber Umsatz ist natürlich nicht gleich Gewinn. Auch ganz wichtig, schaut euch mal diese katastrophalen Nettomargen an. Wir sprechen hier von 1%. Also ja, das ist halt der Nachteil beim Einzelhandel. Es schaut alles nach außen hin richtig schön aus, aber ihr seht es, Einzelhandel ist einfach wirklich ein undankbares Geschäft geworden. Aber es kann sich natürlich auch ändern. Aber die Frage ist halt so, muss ich mir jetzt bewusst ein schwieriges Unternehmen an die Bein binden? Ich habe es versucht gehabt, ich habe dann für mich festgestellt gehabt, nö, es wird nichts mehr. Und das Ding ist ja auch, ich versuche ja natürlich immer so einen Turnaround zu spielen, weil es für mich extrem spannend ist. In, keine Ahnung, 4 von 5 Fällen funktioniert es und in einem Fall funktioniert es nicht. Und ich habe ja auch Berichte gehabt, dass ich die Walgreens-Aktie verkauft habe. Und ich habe mich natürlich auch von den Bayer-Aktien damals getrennt. Das muss noch irgendwie so in Sri Lanka gewesen sein. Darüber habe ich Berichte gehabt. Das waren so meine damaligen Flop-Aktien im Depot drinnen. Und was mir auch auffällt, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es tatsächlich so, diese Flop-Aktien, denen schenke ich dann zu viel Aufmerksamkeit in meinem Depot drinnen. Also wenn du jetzt dieses Tortendiagramm vorstellst und diese Flop-Aktien, die sind ja auch meistens nicht groß gewichtet. Also man versucht ja hier eine Spekulation einzugehen und ich versuche ja solche Spekulationen dann bewusst mit wenig Kapital
zu spielen, sondern ich versuche ja natürlich, das große Kapital in sichere oder vermeintlich sichere Unternehmen zu investieren, wenn sie günstig bewertet sind. Apropos günstig bewertet, wenn du noch auf der Suche nach einem richtig guten Aktiendepot bist, unten sind immer zwei Links drinnen. Einmal bekommst du beim Zero Broker aktuell bis zu 75 Euro Bonus und bei Freedom gibt es bis zu 8,8% Zinsen und da kann ich dann auch schon mal gleich einen Spoiler vorweg raushauen. Ab dem 1.7. gibt es hier wieder eine richtig geile Bonusaktion. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber da kommt was richtig Geniales mit für Bestandskunden und Neukunden. Also das ist auch ganz, ganz wichtig und da auch einfach schon mal gerne vorbeischauen. Ja, Folgendes. Ich habe halt festgestellt gehabt, man legt zu viel Fokus auf diese Loser-Aktien. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber bei mir ist es so, man liest ein bisschen mehr Artikel, man beschäftigt sich ein bisschen mehr mit dem Unternehmen. Und Unternehmen, die einfach gefühlt so ganz gemütlich nach oben steigen, zum Beispiel die Iron Mountain habe ich ja im Depot drinnen, die steigt gefühlt seit 2 Jahren. Ich habe nicht eine Meldung dazu gelesen. Ich weiß einfach, das ist ein geiles Unternehmen. Ich weiß, was die machen. Ich habe nicht mal Quartalszahlen oder irgendwas dazu angeschaut oder Exxon Mobil. Die laufen einfach. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Und das meine ich, weißt du, wie ich meine? Bei den Gewinneraktien musst du dich um wenig kümmern und bei den Loseraktien schenkst du ihnen zu viel Aufmerksamkeit. Daher bin ich auch froh, dass ich diese Unternehmen noch frühzeitig verkauft habe. Ist es Glück am Ende des Tages? Boah, ich weiß nicht. Im Endeffekt wäre es vernünftig gewesen, ich hätte die Unternehmen nicht in mein Depot reingekauft. Im Nachhinein, aber das kann man ja nie wissen. Es ist immer eine gewisse Spekulation da. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich auch so ehrlich. Ich muss ja ehrlich mir gegenüber sein, mir meine Fehler eingestehen. Aber ich möchte ja auch dir zeigen, so schau mal her. Deswegen ist es ganz wichtig, du musst do your own research machen, überlegen, passen die Unternehmen überhaupt zu dir ins Depot rein? Was labert der Holly? Ist der überhaupt eine ehrliche Socke und so weiter und so fort? Also es kommen immer viele Fragen auf und deswegen ist auch immer wieder mein Appell und ich sage das nicht in jedem Video, aber in regelmäßigen Abständen so, hey, du musst selbst eine Entscheidung treffen, du musst selbst schauen, passt das überhaupt alles zusammen? Ich habe nicht den Löffel mit der Weisheit gefressen, auf gut burrisch gesagt. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Wenn mal was nicht so läuft, wie man es gerne hätte, soll man auch einfach so ehrlich sein, das nach außen kommunizieren. Schaut es mir her, auch ich mache Fehler. Ich habe das zum Beispiel früher nicht machen können. Ist ja auch schwierig, wenn du dich da hinhockst und sagst, yo, ich habe jetzt da über 1.000 Euro verloren. Das muss man auch alles lernen. Es ist ein Prozess. Ich finde es selbst auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie man sich selbst entwickelt, seine eigene Denkweise hinterfragt, macht es jetzt gerade einen Sinn und dann auch einfach dementsprechend die Entscheidungen treffen, bewusste Entscheidungen treffen. Und wenn du Fragen hast, einfach gerne in die Kommentare jetzt reinschreiben.